Und auch aus aktuellem Grund ein paar Ausführungen zum sogenannten europäischen Rettungsschirm. Zunächst einmal ist das ein Euphemismus der Sonderklasse, dass man eine Abzocke, ein Abzockinstrument wie den ESM als Rettungsschirm bezeichnet. Wer soll damit gerettet werden? Von den europäischen Steuerzahlern und von den europäischen Völkern jedenfalls niemand, sondern Banken werden damit gerettet. Und daher ist das sozusagen gleich einmal der Euphemismus, den ich hier einmal aufdecken möchte. Heute hat der Präsident Gauck, der deutsche Bundespräsident, den ESM in Deutschland unterzeichnet. Damit ist der Hauptzahler in die Pflicht genommen. Damit ist das Ratifizierungsverfahren in Deutschland abgeschlossen. Der deutsche Bundesverfassungsgerichtshof in Karlsruhe hat gesagt, dass die Schweigepflicht gegenüber der ESM-Organe gegenüber dem Bundestag nicht gelten. Hat auch klargestellt, dass die Begrenzung der Deutschen bei 190 Milliarden derzeitiger Beteiligung, dass, wenn man darüber hinausgeht, dass das eine Zustimmung des Bundestages, das heißt des Parlaments bedarf. Und darüber möchte ich klarlegen, dass man auch daran sieht, wie die Öffentlichkeit und auch das Parlament belogen wurde. Denn in Österreich hat man gesagt, dass natürlich die Beteiligung Österreichs begrenzt sei mit diesen 19,5 Milliarden und dass es darüber hinaus keine weiteren Nachschusspflichten gibt. Wenn es die nicht gäbe, dann hätte der Bundesverfassungsgerichtshof in Karlsruhe dieses Urteil ja so nicht ausfertigen müssen. Daraus wird ja deutlich, dass die Öffentlichkeit in Österreich belogen wurde. Selbstverständlich gibt es, und ich sage jetzt gleich dazu, unbegrenzte Nachschusspflicht für den Fall, dass weitere Staaten außerhalb Griechenlands ebenfalls in die Schräg- und Schieflage geraten. Das ist das Erste. Das Zweite ist, man sieht auch daran, dass wie die Öffentlichkeit bei diesen ganzen sogenannten Rettungsschirmen an der Nase herumgeführt wird, indem man beim letzten Rettungsschirm, dem EFSF, der sozusagen der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität, das ist sowieso ein Wortmonster und der Sonderklasse, dass man dort ebenfalls die Leute beschimpft hat. Man hat gesagt, es wird eine Fiskalunion geben, es wird eine Beteiligung des privaten Sektors geben, davon ist heute keine Rede mehr. Die Beteiligung des privaten Sektors hat nicht stattgefunden. Man hat die Leute beschwindelt. Der private Sektor stellt sich auch nicht an und sagt, dürfen wir auch noch ein paar Milliarden hinlegen, damit ein paar andere Banken gerettet werden. Selbstverständlich hat sich der private Sektor an diesen ganzen Rettungsmaßnahmen nicht beteiligt und kein Mensch fragt heute mehr nach, wie hoch überhaupt der private Sektor an der Rettung beteiligt wurde. Das ist einfach kein Thema. Man hat ferner bei der Beschlussfassung dieses sogenannten europäischen Rettungsschirms im Artikel 12 ganz klar gelegt, dass nur ESM-Mitglieder, das heißt die Staaten, die Empfänger dieses Geldes sein sollen. Da geht es immerhin um Milliardenbeträge, das sind jetzt also nicht irgendwelche Neppichbeträge, sondern Milliardenbeträge. Man hat bereits während des laufenden Ratifizierungsverfahrens am 29. Juni 2012 hat man bereits diese Bestimmung stillschweigend geändert, indem jetzt die Banken direkt das Geld bekommen. Das heißt, die ganzen Bankrottbanken quer durch Europa, insbesondere im Süden Europas beheimatet, kriegen jetzt statt der Staaten dieses Geldes. Und man hat das Ganze noch als großen Erfolg gefeiert. Hat aber dazu gesagt, dass man dazu aber eine Bankenaufsicht einführen möchte, die sogenannte Bankenunion. Und nun zeigt sich bei der letzten Ratstagung in Zypern, dass selbstverständlich die Briten nicht mitmachen bei dieser Bankenunion. Auch die Polen nicht mitmachen bei dieser Bankenunion. Die Tschechen wahrscheinlich nicht mitmachen werden bei dieser Bankenunion. Das heißt, diese Bankenunion gibt es genauso wenig, wie es eine Beteiligung des privaten Sektors beim EFSF gegeben hat. Das ist also, stellt sich alles als schlicht und einfach als Propagandaschwindel heraus. Überbleibt immer nur der Steuerzahler, der mit Milliardenbeträgen in diesen ganzen Moloch hineinzahlen soll. Österreich wird das noch sehr teuer zu stehen kommen. Wir sind derzeit, wie gesagt, mit einem Haftungsrahmen von etwa 19,5 Milliarden mitbeteiligt. Es ist jederzeit möglich, dass die Nachschusspflicht schlagen wird und daher das Ganze nicht in Form einer Hebelung mit privater Beteiligung ausgeweitet wird, sondern die Hebelung schlicht und einfach eine weitere Inanspruchnahme des Steuerzahlers bedeutet. Mein Appell daher. Die Kärntner Landesregierung, so kritisch ich ihr gegenüberstehe, hat die Absicht, sobald der ESM im Bundesgesetzblatt kundgemacht wird und sobald der Fiskalpakt im Bundesgesetzblatt kundgemacht wird, diesen beim Verfassungsgerichtshof, also diese zwei Instrumente beim Verfassungsgerichtshof anzufechten. Ich habe bereits an die niederösterreichische Landesregierung appelliert,
allerdings ohne Echo, und tue es jetzt heute auch an die burgenländische Landesregierung, den Appell, dass sie ebenfalls eine derartige Verfassungsbeschwerde einreichen gegen den ESM und gegen den Fiskalpakt oder sich gemeinsam mit anderen Bundesländern, etwa auch mit Kärnten, eine derartige Verfassungsbeschwerde beim Verfassungsgerichtshof einbringen, um dieses Instrument, mit dem Österreich zur Kasse gewidmet wird, mit dem Österreich auch seine Zukunft verbaut. Ich möchte nur sagen, dass wer von Hochschulmilliarden spricht, der sollte dazu sagen, dass diese Milliarden schon weg sind, bevor man überhaupt darüber reden soll und darüber reden kann, dass man versucht, diesen Prozess noch zu stoppen. Das können derzeit nur mehr die Länder mit Beschlüssen der Landesregierung, der jeweiligen Landesregierung. Wir können hinsichtlich des Fiskalpaktes vielleicht noch beim Verfassungsgerichtshof als Oppositionsfraktion mit einer Beschwerde was zum Bremsen bringen, aber den ESM leider nicht, weil die Grünen hier nicht mitmachen. Die Grünen haben diesen ESM, also diesen sogenannten Rettungsschirm, der kein Rettungsschirm ist, sondern nur Banken rettet, haben sie leider mitbeschlossen, was ich nicht verstehe und was auch innerhalb der Grünen mittlerweile schon zu schweren Diskussionen führt, weil man natürlich bei den Grünen jetzt draufgekommen ist, dass man nicht Steuerzahler rettet, und zwar auch nicht in Griechenland rettet, auch nicht die kleinen Bürger rettet, die werden dort weiter abgezockt. Man kann sich jeder ja in den Fernsehbildern ja überzeugen, was hier an Belastungen auf die Leute zukommt, sondern es werden Banken gerettet, Finanzhaie werden gerettet, es werden Institute gerettet, die vorher nie diesen Ballermann Schmidt produziert haben, wie etwa das große internationale Finanzinstitut Goldman Sachs, die mit hauptverantwortlich sind, dass man die gesamte Europäische Union beschwindeln konnte, falsche Zahlen auf den Tisch legen konnten, Bilanzfrisierungen durchgeführt hat und letztlich Griechenland zu günstigen Konditionen Kredite verschafft hat, die sie so normalerweise in den letzten 10 Jahren nie bekommen hätten. Das heißt aber, da sind die Schuldigen endlich vor dem Vorhang zu zerren und nicht aus der Haftung zu entlassen.